Transistor. Das Game gibt es momentan gratis beim Epic Games Launcher. Also wenn ihr euch das holen wollt, schlagt einfach zu, gleich mal vorweg. Wollt ihr mehr davon sehen, lasst gerne ein Like da. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich mache jetzt mal eine Folge, vielleicht zwei. Schauen wir mal, wie es ankommt bei euch. Dementsprechend gibt es vielleicht mehr. Also, let's go. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Come on, pull. There. Together again. Sort of. No. What a night. You're still in one piece. That's all that matters. Ich muss das Ganze für mich nur noch ein bisschen leiser machen. Ja, das hat sich wieder zurückgesetzt. So. Also, Musik, geil. Grafik gefällt mir extrem gut. Und ja, wie man sieht, das Ganze in der isometrischen Perspektive. Man kann sich mit WASD bewegen, man kann aber auch Point and Click machen. Und ja, man sieht schon, wir haben einen Story-Sprecher, ist mal immer noch ein bisschen zu laut hier. Ich feiere die Musik extrem, aber für die Aufnahme muss ich sie leider ein bisschen leiser machen. Vielleicht mache ich auch den Sprecher noch ein bisschen leiser. Machen wir es allgemein ein bisschen leiser, so, zack, zack. Ja, wie gesagt, optisch trifft es meinen Geschmack. Ich habe 5 Minuten gespielt und ich fand es ziemlich cool, deswegen dachte ich mir, ich starte nochmal von vorne und zeige euch das Ding. So, der hat sich wiederbelebt. Das haben wir nicht getroffen. So. One more dally. East of the bay. Think I know where we are. Da müssen wir durchbrechen mit dem Breach. Ja, wir haben 2 Skills am Anfang. Einmal den Crash, einmal den Breach. Viel mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Und jetzt geht's hier los. Gib dich mal die Musik, Leute. Ich liebe so einen Soundtrack. Das ist jetzt die Besonderheit vom Spiel. Man kann seinen Zug planen, was man jetzt macht. Das ist so eine kleine Einweisung. Und ihr sagt mir, ich soll hier einmal Crash benutzen. Dann soll ich dahin gehen. Und dann einmal den Breach benutzen, so treffe ich beide und dann wird das ausgeführt. Das ist quasi so eine Art Bullet Time für uns. Und zack, können wir das Ganze nochmal machen. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin, machen einmal den Breach, dann gehen wir einmal dahin und einmal den Crash und vielleicht nochmal den Crash und dann geht's los. Jo, und so wird das Ganze ausgeführt. Und damit haben wir auch die erste Ebene schon erledigt. Den Soundtrack feiere ich extrem, Leute. Also der ist echt super gut. Hey, up there. Hello, world. Look at all that. We're on the edge of town. 100 blocks away. Wenn ich ehrlich bin, erinnert mich das Ganze so ein bisschen an Tron, nur halt anders. Yo. Nächste Level. Wir können jetzt hier wieder unseren Zug planen, wenn wir das möchten. Wir haben oben übrigens unseren Benutzerlevel-Balken. Den können wir halt einmal fürs Planen aufbrauchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Crash auswähle und einmal dahin laufe, ihn targete, dann sehen wir hier,
Was verbrauchen wir jetzt für den Crash? Also hier Bewegung, Crash. Das können wir hier nochmal machen. Und vielleicht treffen wir hier mit dem Bridge beide. Jupp. Und damit sind wir auch schon quasi durch mit dem Zug. Ja, gut, dass sich jetzt bewegt. Müssen wir warten, bis unser Balken sich wieder aufgefüllt hat. Dann können wir das Ganze theoretisch auch so benutzen. So. Ist sie wach? Und jetzt haben wir einen neuen Skill bekommen, nämlich den hier. Das ist schon ganz cool. Jetzt können wir auch hier hoch, das war vorher geblockt von diesen Dudes. Morgen bricht in Cloudbank ein neuer Tag an. Wie möchten Sie ihn denn haben? Zeigen. Welches Klima ist eher nach Ihrem Geschmack? Mild. Vielen Dank für Ihre Stimme. Okay. Where were we? Wo waren wir? Oh Gott. Einmal hier benutzen. Machen wir einmal so. Dann laufen wir dahin. Machen hier einmal den hier. Und führen das mal aus. Ah, mit dem Breach haben wir wieder nur einen erwischt. Jetzt müssen wir wieder warten. Kleine Viecher hier nerven ein bisschen. Super cool. Ist da noch was? Da unten vielleicht? Aha. Fashion Week. 3 days this time. Antwort angefordert. Maybe next year. Okay. Da noch was? Also man merkt auch schon, der Sprecher, der gibt uns halt immer Tipps, wo wir als nächstes lang sollen. Die hat es leider ein bisschen zerlegt, haben wir eben diesen Skill rausbekommen. So gut. Ah, wir müssen aufladen. Den falschen erwischt. Oh Gott, da haben wir wieder einen Haufen von diesen Spastis. Sehr gut. Ich brauche diesen Soundtrack, Mann. Er ist zu gut. Bis hierhin habe ich übrigens angezockt.
Unterbrechungspunkt. Wie funktioniert denn das jetzt? Turn. E drücken. Okay, ich habe vergessen, einfach E zu drücken. Und go. Alles klar. Oh, bekommen wir wieder einen Skill? Hey, Mr. Boyle. You in there? It's him, alright. I can barely hear you. Tatsächlich, was ist denn das? Jaunt. Und Dash, wie geil. Das liebe ich. Oh, was ist denn hier los? Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. So, nochmal das Ganze. Einmal dahin. Aoi. Dahin. Reach. Und zack. Und go. So. Dann. Aoi. Was können wir noch machen? Den hier. Und den hier. Und go. So, jetzt brauchen wir noch was für den kleinen Kacker da. Easy. Okay. Benutzer Level 2 gewährt neue Funktionen. Eine davon sollen wir uns aussuchen. Und zwar haben wir einmal Bounce. Funktion ist Kettenreaktion ablenkend. Löst einen Querschlägerblitz aus, der von Ziel zu Ziel springt, fügt den meisten Funktionen eine Kettenreaktion hinzu beim Upgrade. Und dann haben wir die Maske. Subversiv, verbergend, verbirgt den Benutzer und verstärkt die nächste ausgeführte Aktion. Und als Upgrade-Slot haben wir die erhöhte Stärke der meisten Funktionen vom Meucheln. Ja. Jetzt können wir uns aussuchen, ablenken oder eher doch ein bisschen hinterrücks, und wir gehen hinterrücks. Neue Funktion Mask. We're still here. So, das da links ist gesperrt. Okay, you're in. Installationsprogramm aktiviert. Aha, okay. Hier kann ich also meine Funktionen ändern. Ah, das kommt dann da drauf. Oh. Unsichtbarkeit. Hier bekomme ich Meuchelschaden. Hier bekomme ich Meuchelschaden. Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit. Hier bin ich 0,6 Sekunden unsichtbar. Vielleicht nehmen wir das hier. Puh, das ist echt schwierig jetzt. 0,3 Sekunden hier. Auf dem Dash. Hier ist halt doppelt so lange, ne? 20 Planungskosten. Machen wir es hier drauf. Man kann das anscheinend auch ändern. Was gut ist. Good. Just one more block. I want to show you.
Ich bin gespannt. Freigeschaltet, jawohl. Kennzeichnung Trottel. Vergeltungsmodus. Okay, der ist neu. Okay, dann machen wir einmal den hier. Nee. Wie ging das nochmal? Hier zurück. Mit R kann man auch zurück. Okay. Einmal hier hin dashen. Dann den hier machen. Nochmal machen. Da hin dashen. Reachen. Und go. Das hat ja ganz gut geklappt. Jetzt dashen wir selber einfach mal weg. Und go. Also, was machen wir denn jetzt? Wir könnten tatsächlich einmal dahin springen. Und reachen. Crashen. Hier hin. Und bark. Let's go. So, springen wir dahin, dann boom, boom, boom und dann springen wir einfach wieder weg. So. Okay, wir sind wieder aufgeladen. Ein Breach, noch ein Breach. Und dann hauen wir einfach ab. Okay, jetzt haben wir nur noch den Minimi hier übrig. Ich würde sagen, den hauen wir einfach mal so platt. Und erledigt. Holy moly. Interesting. Okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Entdeckte Räder ziehen. Was soll denn das jetzt heißen? Achso, Autobahn. Hauptmenü öffnen. Ah, okay. Motorrad. Zustand wie neu. Okay, was haben wir hier noch? Anscheinend nix. Geilo. Wie habe ich vorher gesagt? Das erinnert mich an Tron. Ja, und damit beenden wir diese Folge. Super gutes Spiel. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, dann können wir mehr draus machen vielleicht. Und ansonsten gerne einen Kommentar oder ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.